In diesem Video gebe ich euch einen kurzen Überblick über Cakewalk und zeige euch, wie ihr Audiodateien importieren könnt. Außerdem legen wir die virtuellen Instrumente an, mit denen wir dann später unseren Song arrangieren. Um diesem Video zu folgen, benötigt ihr die beiden Dateien Rock Anthem Lead und Rock Anthem Rhythm Git 105.wav. Wir starten, indem wir erst einmal Cakewalk öffnen. Und dann müssen wir als nächstes ein neues Projekt erstellen. Wir klicken auf Neues Projekt und nehmen das Empty Project. Wir wollen wirklich ein leeres Projekt haben. So schaut Cakewalk aus. Wir haben hier ganz viele verschiedene Buttons und Knöpfe und Regler. Die sollen uns aber erstmal weder abschrecken noch interessieren. Das Wichtigste vielleicht ist hier dieses Hilfemodul. Da können wir sehen, wenn ich zum Beispiel auf Stop drücke, kriegen wir zur Stop-Funktion wichtige weitere Hilfepunkte und vor allem auch Shortcuts. Also jetzt haben wir schon gelernt, dass wir, um das Projekt zu stoppen, das Playback zu stoppen, auch die Leertaste benutzen können. Was haben wir hier noch? In der Mitte haben wir das Arrangierfenster. Da werden wir nachher alle unseren Audio- und MIDI-Files, was auch immer das ist, das klären wir noch später, anordnen, sodass ein Arrangement dabei herauskommt. Und noch ganz wichtig, hier oben die Play-Taste. Wenn es bei euch anders ausschaut, könnt ihr hier mal auf dieses Basic klicken. Da kann man sich verschiedene Arbeitsbereiche einstellen. Ja, wir können mal das Advanced ausprobieren. Das macht es aber wirklich nicht besser. Es macht nur noch mehr unübersichtliche Sachen hier rein. Lass uns einfach mal bei Basic bleiben. Und wir können sogar, um es noch einfacher zu gestalten, hier mal auf diese Doppelpfeil hier klicken, reduzieren und dieses Fenster, das wir gerade nicht brauchen, weg auf die Seite schieben. Als nächstes, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas anfangen zu arbeiten, speichern wir gleich mal unser Projekt ab. Wir gehen auf Datei, Speichern. Ja, Steuerung S wäre auch eine gute Geschichte. Und ich speichere das bei mir auf dem Desktop. Ihr könnt es natürlich speichern, wohin ihr wollt. Und wir gehen einen Dateinamen ein, ich nenne es einfach mal Rock. Und ganz wichtig, hier dieser Haken bei alle Audiodaten mit Projekt kopieren, der muss aktiviert sein, sonst sind die Audio-Files an irgendeinem Ort und wenn ihr das Projekt verschiebt, dann werden die Audio-Files nicht mehr gefunden. Es gibt riesen Chaos, also bitte, bitte diesen Haken hier angeklickt lassen und dann gehen wir gleich auf Speichern. So, als nächstes können wir jetzt endlich unsere Gitarrenfiles reinziehen. Wir markieren beide Audio-Files und ziehen die einfach mit der Maus hier rein. Hier sieht man, dass hier eine gestrichelte Linie erscheint und die zeigt uns an, wo in diesem Projekt wir die Audiodateien importieren wollen. Wir können einfach loslassen, es ist total egal, wo wir sie hinschieben. Wir können das nachher alles noch verschieben. Als nächstes klicken wir hier mal auf Fit Project. Um alles etwas größer zu machen, jetzt sehen wir das ganze Projekt hier in diesem Fenster dargestellt. Wenn wir jetzt hier oben auf diesen Balken gehen, da wo auch der Name der Audiodatei ist, sehen wir, dass hier so eine Maus, dass unsere Maus in so eine Art Vierfach-File verwandelt wird. Und wenn wir jetzt klicken, können wir die Datei oder diese Audioregion einfach an den Anfang schieben. Das machen wir mit beiden, einmal hier, einmal hier. Um etwas Ordnung zu schaffen, würde ich die gleich mal benennen. Wir klicken hier doppelt drauf und nennen das Lead Git und das Rhythm Git. Und wir können die Spuren noch etwas farbig gestalten. Hier haben wir zwar schon blau und rot, aber vielleicht wollen wir unsere eigenen Farben. Lass uns einfach mal gelb nehmen und orange. Hier links ist dieser Balken, da erscheint Spurfarbe, einfach da draufklicken. Und die richtige Farbe eurer Wahl auswählen. So, jetzt wollen wir aber endlich mal was hören. Also klicken wir auf Play und hören uns das Ganze mal an. Wenn wir jetzt unsere Spuren einzeln hören wollen, können wir hier einfach dieses S nehmen. Jetzt haben wir nur noch die Lead-Gitarre. Oder wir können auch das ein Solo schalten. Wir können auch einzelne Spuren muten, dann nehmen wir das M dazu her.
circa noch ein paar Minuten, dann hören wir gar nichts mehr. Und wir, um es wieder entzumuten, klicken wir einfach nochmal drauf. Genau. So klingt unser Song. Und was noch fehlt, sind natürlich weitere Instrumente, um unser Rock-Arrangement zu vervollständigen. Bevor wir weitere Instrumente hineinziehen, machen wir uns erstmal ein bisschen Platz. Dazu klicken wir hier auf den Minus-Button und sehen, wie wir hier Platz für weitere Spuren bekommen. Als erstes Instrument wollen wir ein Chorinstrument erstellen. Wir klicken auf Plus, Instrument und nehmen diesen Standard TTS Synthesizer. Dann klicken wir auf Erstellen und sehen, wie hier eine neue Spur erstellt wurde. Können wir jetzt auch gleich in Choir umbenennen. Und gleichzeitig ist dieses Fenster hier aufgegangen, das so ein bisschen wie so ein Mischpult ausschaut. Das ist tatsächlich unser Instrument. Es sieht nicht so aus, aber ja, wenn ich hier auf diesen Preview, auf diese Note klicke, höre ich, dass ein Klavier losspielt. Wir wollen aber kein Klavier, sondern einen Chor, also gehen wir hier auf dieses Piano, klicken einfach auf den Schriftzug, auf Preset, auf Ensemble und nehmen die Choir A's. Können wir uns auch nochmal anhören? Genau. Klingt schon gar nicht schlecht. Wir werden es später mit ein paar Streichern kombinieren und so einfach ein bisschen Harmonie in die ganzen Power Chords reinbringen. Jetzt haben wir unser erstes virtuelles Instrument geladen und das können wir auch gleich spielen. Entweder mit einem MIDI-Keyboard, wie bei mir hier, oder wenn ihr keins habt, könnt ihr einfach auf Ansicht, virtueller Controller und Computertastatur gehen. Und hier seht ihr, ja, das können wir jetzt hier mal schließen, wie ein Ausschnitt der Klaviertastatur auf der Computertastatur übertragen wurde. Hier, immer wenn dieses Fenster aktiviert ist, könnt ihr auf der Computertastatur spielen. Zum Beispiel bei A haben wir dann das C. Ups, wir gehen gleich mal ein paar Oktaven hoch. Und dann könnt ihr hier schon mal die erste Akkordfolge spielen, wenn ihr wollt. Genau. Dann brauchen wir aber noch weitere Instrumente. Wir haben es vorher schon angedeutet. Als nächstes kommen die Strings. Wir wählen hier die Strings aus, und zwar die SI String Section. Und klicken auf Erstellen. Benennen die Spur gleich in Strings um. Und bekommen dieses schöne Interface hier. Das schaut schon ein bisschen mehr nach virtuellem Instrument aus. Wir können es auch wieder auf unserer Tastatur spielen. Hier links bekommen wir ein paar Patterns mit, die wir automatisch abspielen lassen könnten im Tempo. Das brauchen wir jetzt aber gar nicht. Was wir wollen, ist den Sound etwas zu verändern. Wir gehen hier auf dieses Default Proc, auf den Schriftzug, und wählen den Movie Theme aus. Können wir wieder schließen. Können wir uns das Ganze nochmal anhören. Ja, klingt schon ein bisschen geheimnisvoller vielleicht. Wir können jetzt gleich mal versuchen, wie das zusammen mit dem Chor klingt. Dazu gehen wir hier auf dieses Symbol Eingangsecho. Jetzt können wir beide spielen. Ja, klingt schon gar nicht so schlecht. Machen wir den hier wieder aus. Was fehlt uns noch? Natürlich der Bass. Wir gehen wieder auf Plus für Instrument erstellen, auf Bass, auf Erstellen und bekommen hier den Bassisten. Da können wir ein bisschen auf die Bünde klicken, dann hören wir sogar schon was. Auch hier gibt es wieder verschiedene Bass-Patterns, die wir aber natürlich nicht brauchen können, weil wir ja unsere eigenen Harmonien haben. Wir nehmen gleich den ersten Sound und können damit es, wenn wir den, unseren virtuellen Controller auswählen, können wir damit schon etwas spielen. Wir müssen natürlich in die richtige Bass-Oktave gehen. Ja, klingt schon gut. Lass uns das noch schnell umbenennen in Bass. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Schlagzeug, bevor wir loslegen können. Gehen wieder auf Erstellen,
drums si drum kit auf erstellen. Und dann sehen wir hier schon so ein Schlagzeug und können da mal ein bisschen drauf rumklicken, um die verschiedenen Instrumente jetzt anzuhören und zu spielen. Wir können wieder einen Sound auswählen. Nehmen wir vielleicht mal das Nice Studio Kit. Das klingt doch super. Und wir können es auch tatsächlich hier spielen. Auf A, ja, auf C1 ist meistens die Bassdrum. Hier die Snare wie S. Hier haben wir Hi-Hats. Da können wir jetzt einfach mal versuchen, wie das klingt. Ja, klappt doch schon ganz gut. Wunderbar. Dann benennen wir das vielleicht noch um. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, auch noch ein paar Farben auswählen. Aber im Prinzip haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um unser Arrangement anzufertigen, was wir dann im nächsten Video machen. Bis gleich.